Sky Up. Ein ja, tolles Dach aus Italien, gibt es schon recht lange, in Deutschland gar nicht so bekannt. Das wollen wir jetzt ein bisschen verändern, ja, denn Sky Up, die bauen ganz tolle Aufstelldächer. Die meisten kennen ja nur SCA oder Raimo oder keine Ahnung was, aber es gibt ein interessantes Dach, was ganz anders aussieht wie die deutschen Dächer. Das kommt aus Italien. Na, ich grüße dich, Michael. Hallo. Ja, grüßt euch. Du kommst aus Südtirol. Ja, genau. Ja, in der Nähe von Bozen. Hat den riesen Vorteil, dass du natürlich perfekt Deutsch und Italienisch sprichst, oder? Ja. Ja, und ja, das ist ein Aufstelldach. Das Ganze ein bisschen anders gedacht, ja. Allein vom Design her, vom Material her, ja, ist es wahrscheinlich GFK, oder? Was oben drauf ist. Genau. Oben drauf ist GFK. Und die Wanne haben wir jetzt ganz neu. Die ist nicht mehr GFK, sondern aus einem speziellen Material. Aber das geht jetzt dann erst kurz in Serie. Okay. Und der große Unterschied zu anderen Herstellern ist erstens der Schließmechanismus, den man ja sieht, der ist vollkommen anders, macht das Dach viel stabiler bei Wind und so. Und zum Öffnen ist es auch viel angenehmer, vielleicht ein bisschen strenger beim Schließen, aber das hat den Vorteil, ich muss es bis zum Schluss schließen, es fällt nicht runter. Wir hatten auch wirklich noch nie Probleme, dass es sich von alleine geschlossen hat durch stärkere Windböen. Okay, das ist interessant. Das ist jetzt, wo du sagst, du hast ja meistens so, ich sag mal, ganz große Metallscheren. Ist das auch aus Material? Ist das auch aus Metall? Nein, das ist Aluminium und das sind jeweils auf beiden Seiten zwei Gasfedern, insgesamt vier sozusagen verbaut. Und natürlich, wie gesagt, das ist so konzipiert, dass die Kuppel vom Dach auf dem Fahrzeug direkt verankert ist. Die wird auch verstaubt, nicht nur verklebt. Und im Prinzip die Wanne, wo man drauf schläft, wird eigentlich nur eingeschoben und natürlich auch angeklebt. Aber die ist nicht kombiniert mit der Kuppel. Also ein ganz anderes System, wie eigentlich die standarddeutschen Dächer, die du ja meistens kennst. Genau, ja. Genau, das macht das auch einfacher in der Installation für denjenigen, der es installieren kann. Weil unser großer Vorteil ist ja auch, wir können das Dach nachträglich einbauen. Es muss nicht nur immer vorab schon gemacht werden. Und das macht es wirklich für denjenigen, der es einbaut, auch einfacher. Die Fahrzeuge, für die ihr das Dach habt, das sind viele. Ich sehe jetzt gerade einen Mercedes Sprinter. Ja, also prinzipiell sind wir gestartet mit den Modellen Ducatos von Stellantis, die wir ja kennen. Der Movano seit der letzten Serie. Die anderen Boxer und Citroën gehen natürlich schon früher. Und ganz neu haben wir jetzt auch den Sprinter und jetzt haben wir dafür auch das ganze Teilegutachten und so. Deswegen auch der Sprinter ist jetzt kein Problem für uns zu installieren. Und okay, das heißt, es gibt ein Teilegutachten, damit habe ich es sehr einfach, also für den deutschen TÜV, dass ich das überall zum TÜV, zur DEKRA, überall hinbringen kann und das Ganze auch eintragen kann. Genau, das macht dann natürlich der Installateur für euch, aber es ist sehr einfach, weil wir haben das Gutachten und was ganz wichtig ist, beim Ducato ist es nicht der Fall, aber bei Mercedes haben wir auch die Genehmigung von Seiten von Mercedes, weil dort etwas am Rahmen vom Fahrzeug verändert werden muss, leider. Das Interessante ist, dass das Winterkit bei euch direkt ab Werk erhältlich ist. Genau, also das Winterkit ist etwas, was wir haben und der Kunde nachträglich nachbestellen kann, wenn er es benötigt, weil unser Riesenvorteil ist, wir haben ja das Zelt, das man abnehmen kann. Wir haben oben und unten einen Reißverschluss, so kann man es abnehmen, wenn auch mal was kaputt geht oder nicht. Oder ich habe eben diese Möglichkeit, unsere drei Varianten, die wir anbieten, zwischen Winterzelt, Standard und Panorama, reinzugeben. Ist das möglich, dass man das Winterkit auch drauf lässt und zumacht oder muss man das vorher abnehmen? Das ist eben unser Riesenvorteil. Das kann man natürlich oben lassen. Das heißt, wenn ich wirklich einer bin, der im Winter unterwegs ist oder zumindest in kälteren Zeiten, ich wechsle es einmal vor Saison und gebe es runter am Ende der Saison. Mach mal, die alle anderen, da muss ich hochkrabbeln, muss das drumherum machen, muss es zusätzlich anbringen oder bei vielen anderen habe ich das gesehen, ich will jetzt nicht sagen alle, euer Winterkit, das mache ich im Herbst drauf und mache das anschließend, ich sag mal, am Ende der Saison im Frühjahr wieder weg, richtig? Ganz genau, das ist der Unterschied. So, wir zeigen mal gerade, ihr habt eine tolle Fertigung in Italien. Ja, das Dach wird wirklich vollkommen in Italien angefertigt. Wir machen selbst eben das GFK auch und gewisse Sachen, so wie natürlich jetzt diese Arbeiten, werden von einer Firma, die nebenan in Italien ist, gemacht.
Aber sonst jedes kleinere Teil ist, alles kommt aus Italien. Ja, ihr seid ja quasi der Erfinder des Campings. Zumindest kommen ja die Fahrzeuge, die am meisten verkauft werden, Fiat Ducato, von dem Stellantis-Konzern. Und das ist natürlich eine große Expertise. Wie lange seid ihr denn schon am Markt? Also, wir arbeiten natürlich am Dach schon länger, aber effektiv auf dem Markt sind wir seit 2019. Und natürlich, wie wir alle wissen, in der anderen, ich sage jetzt nicht das Wort, Zeit hat es ein bisschen Unterbrechungen gegeben, aber wir sind immer mehr am Wachsen. Und ja, das die Corona-Zeit meinst du, oder? Genau. Da habe ich es gesagt. Ja, wir machen mal auf, gucken mal rein. Weißt du, was mich echt begeistert, ist die Optik. Ja. Ist die Tatsache mit den Gasdruckdämpfern, dass es eben nicht runterfällt. Wir gucken uns gleich mal die Sicherungssysteme an. Da habt ihr euch auch was Tolles überlegt. Ja, denn das Dach soll ja mit der Fahrt auf keinen Fall aufgehen. Nein. Und das beste USP finde ich, dass die Winterabdeckung fest draufbleiben kann. Also, dass du wirklich, das Ding ist absolut wintertauglich, richtig? Genau, das ist absolut wintertauglich. Aber auch, sag ich mal, wenn man weiß, man fährt irgendwo hin, wo ziemlich viel Regen ist, ist es natürlich 100% wasserfest. Die anderen sind wasserdicht, aber natürlich... Das ist wasserfest. Das ist natürlich mega. Ist denn die Möglichkeit zu lüften? Die Möglichkeit habe ich dann auch noch. Also oben im Dach gibt es also eine Zwangsbelüftung oben? Also ich habe auf einer Seite das Thema, dass ich kann das innere Teil abnehmen und ich habe das klassische Moskitonetz. So kann ich es entlüften. Was aber wir den Vorteil auch haben, wir können auch ein Dachfenster einbauen. Und das in einem kleineren oder größeren Ausmaß. Das habe ich eben gesehen. Es gibt also auf dem Dach noch ein Fenster. Genau. Solar ist möglich, weil die Gasdruckdämpfer eben sehr stark sind. Genau. Dann habe ich gesehen, ist auch die Stehhöhe oder die Fußhöhe hinten ist sehr hoch. Ja, das stimmt. Sie ist höher. Das stimmt, ja. Also das ist auch ein nettes USP. Ja, wir gehen mal rein. Das Gewicht ist ja immer ein großes Thema. Ihr habt wahrscheinlich das Material oben gewählt, weil es ein gutes Stück leichter ist, oder? Ja. Also unsere Standardvariante hat das Gewicht beim Ducato von 100 Kilo. Und beim Mercedes Sprinter, da ist es ein Riesenunterschied, da haben wir 105. Und das ist um einiges weniger als viele Mitanbieter. Ja, da geht es ja auch um den Schwerpunkt. Also wenn ich jetzt 200 Kilo direkt auf dem Dach mache oder sei es nur 150, da zählt jedes Kilo für die Fahrdynamik. Wir gehen mal rein, schauen uns das Ganze an. Eine Klimaanlage auf dem Dach habt ihr noch nicht geschafft, ja? Genau, wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Ist das möglich? Also, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, weil das ist eigentlich nicht ein Fahrzeug, das wir zeigen. Da haben wir Sachen von uns drin. Achso, das macht nichts. Das ist nicht so schlimm. Kannst du ja aufmachen. Das ist aber zugesperrt. Ja, komm, wir machen mal kurz auf. Hol ich den Schlüssel. So, denn wir sind ja bei German Television. So, Leila, klar, wir gucken ja hinter die Kulissen. Es ist ganz neu, das Dach. Sie. Und innen drin sind jetzt Messesachen drin. So wie wir hier gewollt sind, da halt wieder. Schauen wir uns das mal an. Liebe Zuschauer, jetzt seht ihr das, was der normale Messebesucher nicht sehen kann. Michael, du bist mein Held. Ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ja. Ist ein Roller drin, ein bisschen Messematerial. Es ist nicht vorgesehen, wirklich das Fahrzeug jedem zu zeigen, sondern nur ganz speziellen Leuten, Dankeschön. Die es wirklich Interesse haben. Komm, jetzt sag mal, das ist die Leiter, oder? Genau, das ist die Leiter, die wir mitgeben. Aber wenn er will, kann der Kunde das auch selbst eine andere nehmen. Aber die ist bei uns im Preis inbegriffen. So, und das ist also eine Schiebeleiter, eine ordentliche. Ja, das ist ja natürlich was ganz anderes hier, der Stoff im Winter. Das ist, und der kommt, den kann man auch verkaufen. Genau, den kann man nachrüsten, bei uns bestellen oder eventuell natürlich über den Einbauer oder Händler. Das ist kein Problem. Wichtig ist nur, bei uns hat jedes Dach eigentlich eine Erkennungsnummer und man muss immer diese Nummer mitteilen, damit wir wissen, welches Reißverschlusssystem angewandt wurde. Ach, jetzt habe ich es kapiert. Das bedeutet, das Dach, der ganze Ausschnitt, ist nur diese Größe. Die anderen Dächer sind ja über die komplette Länge teilweise, also bei den kleineren Fahrzeugen. Und wie ist nochmal der Unterschied der Montage auf dem Dach? Weil du eben gesagt hast, das ist einfacher zu montieren. Ja, also es ist natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, wir arbeiten auf den H2-Dächern, was den Ducato und den Mercedes anbelangt. Und da haben wir ja schon im Fahrzeug Stehhöhe. Dann brauchen wir nicht mehr Ausschnitt, außer den zum Einstieg ins Bett. Und von der Montage her ist es deswegen einfacher, weil man alles von außen machen kann. Die Hauptarbeit, natürlich muss ich auch mal ins Fahrzeug rein, weil wir können zuerst die Wanne raufgeben, dann werden die Arme verankert und dann kommt die Haube drauf. Sozusagen sind das drei Teile. Und also ich sollte mal ein Defekt sein an der Haube. Also und die Wanne ist noch in Ordnung. Es kann ja sein, ich bin wirklich mal gegen einen Baum gefahren, habe was kaputt, dann kriege ich das einzeln. Genau, wenn der Arm, sage ich mal, nicht beschädigt worden ist, dann kriegen Sie nur die Haube. Kann man zumindest nachbestellen.
kann auch natürlich die einzelnen Arme austauschen. Auch die Gasfeder kann man mal austauschen, weil die kann ja auch irgendwann mal kaputt gehen oder nicht mehr so gut funktionieren. Aber wie gesagt, es ist der Hauptvorteil für denjenigen, der es montiert. Er muss nicht die ganze Wanne in einmal hochgeben, was natürlich viel schwerer ist, sondern es sind vier Teile im Großen und Ganzen. So, ich mach mal gerade hoch. Da ist es auch ein Lattenrost drunter, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir haben das Folie-System gewählt und darüber eine Matratze. Ist der Schlafkomfort gut? Bitte? Ist der gut, der Schlafkomfort? Warst du mal drauf auf der Matratze? Also, ganz ehrlich gesagt, gestern war nicht so viel los auf der Messe. Ja. Ich habe mich mal so 20 Minuten hingelegt. Es war herrlich. Das ist wirklich gut, ja. Matratzen sind immer leider ein bisschen sehr persönlich. Der eine hat es gerne hart, der andere anders. Wir haben den Vorteil, wir haben es halt so gewählt. Über dieser Matratze habe ich noch gute 10 cm Platz. Das heißt, ich kann das Schlafzeug oben lassen, plus minus in der Mitte immer. Das heißt aber auch, ich könnte mir eventuell eine bisschen höhere Matratze zulegen. So, ich sehe, da ist Licht drin, da ist USB ist möglich. Genau, wir haben serienmäßig 2 Lampen an der Decke. Die sind mit Touch-Funktion und wir haben auf der Seite einen USB-Anschluss. Wo denn? Wo ist er? Dort. Ah ja. Na, sorry, ich will schon nicht. Guck mal gerade. Na, da ist Messemuster. Okay. Ja, keine Ahnung warum. Sag mal, ist es meistens so? Ach so. Da ist es. Da haben wir jetzt eine 12-Volt-Hose drin. Warte, ich zeige euch das mal. Ja, ich sehe es. Ist. Da vorne ist es. Warte mal, ich gehe mal gerade ein bisschen näher ran. Ach so, weil das ist noch die alte Wanne. Da hat man noch den Anschluss auf der Seite. Ja. Wir werden ja jetzt die Produktion, was wir dann eventuell im anderen Fahrzeug sehen, circa in 1-2 Monaten umbauen oder ändern, wo das, die Wanne nicht mehr aus GFK ist. Und dann haben wir sie hier auf der Seite eben, wo ich vorhin sie leider gesucht habe. Nee, ich habe sie gefunden. Mit alles der gut. Ablage für das Handy zum Laden. Ich habe schon gehört, dass die Italiener so Perfektionisten sind. Immer muss alles perfekt sein. Bei so Videos ist ja oft so, da kommt mal was dazwischen. Erstmal finde ich toll, dass wir das hier zeigen durften. Was mir gut gefällt, ist wirklich dieser Stoff. Also das ist ein Gamechanger, weil ich würde den das ganze Jahr über drauf lassen. Ist natürlich im Sommer nochmal ein bisschen schöner. Aber ist das denn auch ein bisschen mehr wahrscheinlich auch geräuschdämmend? Das heißt, wenn du den... Geräuschdämmend, ja, auf jeden Fall. Weil der Stoff hat ja eine gewisse Dichtheit. Ist gewiss dick. Ja. Und im Sommer ihn oben lassen, ja, funktioniert natürlich, aber du musst halt auch bedenken, die Wärme, wenn du sie mal drin hast, geht auch nicht so schnell raus. Das ist mit dem Zellstoff besser. Ja. Ja, weil ich habe mehr Öffnungen. In dem Fall habe ich ja nur wirklich eine Öffnung an der Seite. Das ist das Fliegengitter, gell? Genau. Und natürlich, wenn ich die Dachluke habe, dann habe ich eine weitere. Aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht theoretisch. Das man kann es ja ausprobieren. Ja. Das kann der Kunde entscheiden. Er kriegt ja sowieso die Standardversion automatisch mit. Ja, dann liegt es. Also wir bekommen sogar einen Schein, einen Pössl-Schein. Deswegen finde ich es ganz interessant. Da komme ich mal zu euch. Könnt ihr mir so ein Dach mal einbauen. Sag mal, das Dach, das kriege ich direkt ab Werk oder kann ich das nachträglich sogar einbauen? Nein, das ist ja unser großer Vorteil. Wir sind ja eigentlich entstanden, um es nachträglich einzubauen in vielen Fahrzeugen. Nein, ich meine das Dach hier oben, das kleine Dach. Also hier das. Entschuldige. Das Dachfenster. Ja, das ist folgendermaßen, wenn ich mich entscheide für die große Öffnung, also das 50x70, dann muss ich das schon in der Bestellung angeben. Mhm. Weil in dem Fall geben wir schon die Öffnung vor und einen Rahmen rum, damit das Fenster 100% in der richtigen Position ist. Das ist ja ein Standardmaß, das 50x70. Da gibt es viele Fenster und ihr habt den Rahmen dann schon drin. Genau, wie gesagt beim Großen. Ja. Sollte sich der Kunde für das Kleinere entscheiden, 40x40 oder eventuell noch ein kleineres, dann kann es der Installateur vor Ort ausschneiden und machen. Weil da gibt es nicht so große Problematiken von der Position her sozusagen. Habt ihr schon mal versucht, einen Max-Fan aufs Dach zu machen? Der ist ja sehr leicht. Ist das nicht vorgesehen? Persönlich weiß ich jetzt nicht, ob es ein Installateur schon gemacht hat. Es ist möglich. Weil ich habe ja da auch den Ausschnitt 40x40, genau. Also wenn er drin ist. Ja. Es ist möglich, weil wir ja natürlich auch schon den Strom hier oben haben durch die Lampen. Mhm. Ich sage mal, es hängt ein bisschen vom Fahrzeugmodell ab. Mhm. Die Problematik vom Max-Fan, wenn ich ihn auf ein 45er Fahrzeuge gebe, weil es ja keinen Platz mehr hinten hat, weil bei den anderen könnte ich ihn ja hinten montieren, finde ich, ist die, wie sagt man, das Geräuschentwicklung, weil er natürlich extrem ausgesetzt ist. Ja,
weil er total ausgesetzt ist, noch mehr als wie bei einem normalen Fahrzeug. Mhm. Aber von der Theorie her ist es möglich. Mhm. Bei den längeren Fahrzeugen ist es auf jeden Fall möglich, weil das Dach endet ja früher. Mhm. Dann habe ich hinten noch Platz bei vielen, mhm. beim 6,40 Meter sowieso. Kann ich es hinten aufgeben. Ist nur so eine Idee, weil ja unglaublich viele Leute den Max-Fan einbauen, weil das wirklich ein toller Lüfter ist. Ja. Ja, genau. Ich bin selbst auch extrem begeistert von dem. Also ich sage mal, es ist möglich. Es hat halt auch, sage mal, nicht... Ja, die Geräusche wirklich einfach ein bisschen anders leider. Ja, wir wollten mal über das Thema Sicherung sprechen, aber ich habe schon gesehen, ihr habt so richtige Gurtschlösser drin. Wenn du mal gerade das Dach zumachst, kannst du mir das mal zeigen? Ja. Also das ist nämlich jetzt interessant. Wir haben jetzt das Winterdach drauf. Die Leiter wird ja eingeklappt. Ist viel los am Stand dieses Jahr? Habt ihr viel zu tun? Also die ersten zwei Tage waren ja richtig... Für uns ist es ein bisschen anders, weil wir arbeiten ja nicht unbedingt direkt mit den Kunden selbst. Mhm. Ihr seid die Erstausrüster teilweise. Genau, uns, ja. Wir suchen in erster Linie solche Leute. Ich würde sagen, es ist immer schwierig jetzt schon zu sagen, weil wir verkaufen ja nicht schon vor Ort direkt. Mhm. Ich muss sagen, das Interesse für die Öffnung unseres Marktes, sprich Kanada, England, weil wir arbeiten schon mit Japan und Australien, von dem Standpunkt her, ja, ist es sehr gut. Sonst würde ich sagen, es ist weniger los. Sehr schön. So, jetzt hast du hier zwei Griffe. Genau, da sind zwei Griffe. Dass auch kleinere Personen ziehen kann. Ja. Ich kenne das nur bei den anderen. Da ist es teilweise für kleine Personen schwierig, aber das mit den Griffen habe ich auch noch nie gesehen. Ihr habt also auf beiden Seiten jeweils Griffe. Genau. Und dann ziehst du es einfach runter? Genau, dann muss ich es runterziehen. Es braucht natürlich beim Schließen unser Dach ein bisschen mehr Kraft. Ja, mach mal. Weil natürlich die Dämpfer Widerstand bereiten und natürlich in dem Fall, wo ich das Winterzelt habe, ist es noch ein bisschen schwerer, weil natürlich der Stoff auch mir Widerstand leistet. Du musst den Stoff aber nicht an den Seiten extra einklappen. Nein, ich kontrolliere schon immer ein bisschen, weil das muss man einfach, weil wir ihn eigentlich so konzipiert haben, dass er immer nach innen fällt. Mhm. Und er ist ja schon viel mehr innen, als wie das Dach selbst ist. Mhm. An der Vorderseite, gerade beim Winterdach, muss ich schon ein bisschen kontrollieren, weil es einfach ein anderes Material ist. Bei dem anderen wirklich gibt es so gut wie keine. Ist ja mega. Jetzt ist genau natürlich das Fenster an der Stelle, wo ich es gerne hätte. Ja. Also toll. So, ja. Und jetzt, das wird dann wie verriegelt? Ach, du hast zwei Verriegelungspunkte. Ja. Okay. Wir haben also zwei Hauptverriegelungspunkte. Die Gurte, die du vorher angesprochen hast, sind eigentlich nur eine zweite Sicherung. Ja. Wir haben eben diese Verriegelung hier, die einstellbar ist. Ich zeige dir den Schrauben. Komplett. Es ist hier natürlich jetzt alles ein bisschen schwieriger, weil natürlich das Winterzelt mir mehr Widerstand leistet. Ja, ja. Gut, das ist jetzt die Winterversion. Jetzt hast du zugemacht. Oh, das ging aber auch nicht zu. Das war gut. Aber wie gesagt, es ist auch einstellbar, weil natürlich GFK durch Temperaturen leichte Ausdehnungen immer hat. Dann kann ich es aber einstellen. Mhm. Muss ich natürlich immer ein bisschen berücksichtigen. Das auch. So, ich kann es ein bisschen besser filmen. Das heißt, du hackst es oben ein. Genau, ich hacke es oben ein. Da gibt es einen Widerstand, dann klickt das rein. Ich finde das total wichtig. Und dann ziehe ich es runter. Darf ja auf keinen Fall aufgeben während der Fahrt. Auf keinen Fall, ja. Ich hätte ja auch die Möglichkeit, es wirklich mit einem Schloss zu verriegeln. Muss aber wirklich nicht sein, aber kann einer individuell entscheiden. Vorne habe ich gesehen, hast du noch eine Sicherung. Genau, vorne ist eigentlich nur eine zweite Sicherung, die wie gesagt jetzt beim Winterdach alles ein bisschen enger ist. Enger ist, weil das Dach von sich aus massiver ist. Ich finde das Winterdach, dass du das nicht abmachen musst, das macht ja kein Mensch. Also wenn du mal schnell einen Tag stehst irgendwo zum Skifahren, machst das Dach raus, da gehst du ja nicht hin und machst dauernd das Dach auf und zu. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Ja. Weil, wie gesagt, du musst einmal am Anfang vom Jahr oder Saison und einmal am Ende der Saison nimmst du es ab, öffnet, schließt. Vielleicht die Schließung ein bisschen aufwendiger, aber das ist es. Ich habe noch eine Frage. Wir gehen noch mal raus, bitte. Teilegutachten haben wir besprochen, das ist möglich. Das Thema Farbe und Lackierung, könnt ihr, oder ist das serienmäßig in Schwarz, wie kommt das? Also serienmäßig haben wir das weiße Dach. Ja. Wir bieten auch mit einem kleinen Aufbau die schwarze Variante, nenne ich sie. Mhm. Weil der Unterschied ist, bei uns ist das schwarze Dach nicht vollkommen schwarz, sondern nur der Rand wird schwarz gemacht.
und die Oberseite bleibt weiß. Ja, ist hat wichtig. Einen Vorteil für die Hitzeentwicklung und so. Was ein Riesenunterschied ist, die Dächer bei uns werden nicht lackiert in dem Fall bei dem Weiß und Schwarz, sondern das ist alles schon integriert. Das heißt, auch wenn ich mal den Ast streife, was ja natürlich immer wieder passiert. Ist durchgefärbt, oder? Genau, ist durchgefärbt. Ich kann es wegpolieren und es sieht so gut wie keiner mehr. Ihr habt an vieles gedacht, oder? Ja, sicher. Das ist eine Sache, die wir dazu gedacht haben. Aber das eigentlich gehört ja beim GfK mal dazu. Wie lange habt ihr daran jetzt entwickelt eigentlich an dem Dach? Ich glaube, die Entwicklung ist ganz genau gestartet 2015 oder 2016, sowas rum. Die größte Herausforderung war, den Arm, also die Schließmechanismus zu entwickeln. Und nochmal kurz zurück auf die Farbe. Wir können schon normale Farben, auch das volle Dach, lackieren, wie wir vielleicht danach beim Mercedes-Dach sehen, dass er in Rot ist. Es ist aber auch möglich, das Dach nachträglich zu lackieren in Metallic-Farbe. So, schon SkyUp, ihr seid auf der Messe hier in Düsseldorf. Ich denke, ich werde viel von euch hören. Habt ihr jetzt schon ein Fachhandelsnetz in Deutschland? Gibt es schon ein paar Fachhändler? Ja, wir haben schon einige in Deutschland. Und deswegen auf unserer Homepage könnt ihr raufgehen und dann findet ihr sie. Ich zeig's mal. Also, das heißt, ihr seid weltweit unterwegs mit dem Dach? Ist ja auch ein weltweiter Markt. Ja, wie gesagt, wir haben letztes Jahr Japan geöffnet, Australien geöffnet. Hoffen heuer sehr, dass wir den englischen Markt öffnen können. Haben heuer auf dieser Messe gerade Kontakt mit Kanada geknüpft. Schauen wir mal, ob das auch erfolgreich wird. Genauso mit Argentinien. Ja, wir hoffen und schauen mal, was sich ergibt. Was ich schön finde, ist auch, dass du keinen Spoiler brauchst vorne. Also die meisten Dächer haben aufwendig dann nochmal eine Spoilerinstallation. Ja. Das ist alles bei euch integriert. Überhaupt sieht das Dach sehr, sehr schick aus. Also es ist, wenn du an der Seite bist, alles nicht so aufgesetzt und alles da, wo du natürlich einen Spoiler hast und hast da nochmal eine Falte drin, das wird lauter. Genau, das war auch unser Ziel. Beim Ducato-Dach war es ja nicht so aufwendig, weil das Dach ja verhältnismäßig einfach konzipiert ist. Aber gerade beim Mercedes-Dach haben wir versucht, die Linien vom Fahrzeug zu übernehmen, damit es wirklich stylisch wirkt und schön ausschaut. Das ist so wichtig. Also teilweise, wenn das Dach aussieht wie eine schwangere Kuh oben drauf, dann ist das nicht so schön. Ja, SkyUp, ich musste das berichten, weil beim Thema Aufstelldächern gab es so gefühlt die letzten 100 Jahre keine wirklichen Innovationen mehr. Und das ist ja jetzt wirklich mal was richtig Cooles. Besonders schön ist natürlich das Winterdach. Aber habe ich schon so oft gesagt jetzt mit dem Winterdach. Also ihr habt mir ins Herz getroffen mit dem Winterdach und dass es wasserdicht ist. Das freut uns. Michael, vielen, vielen Dank. SkyUp. Ich denke, wir werden noch viel von euch hören. Tschüss. Tschüss, ciao.